Servus zusammen, recht herzlich willkommen zurück hier auf unserem Alpenprojekt Neu-Mini-Brunnen und ich heiße euch recht herzlich willkommen beim Händler unseres Vertrauens, denn ihr seht es, unser Fuhrpark hat wieder ein bisschen Zuwachs bekommen. Grund ist das FarmCon 24 Fendt-Paket. Da hat uns doch Giants wieder mal überrascht. Naja, überrascht sei vielleicht da auch ein bisschen zu viel gesagt, denn ein bisschen durfte man schon auch erwarten. Die letzten FarmCons, da wurden ja auch immer entsprechende Pakete veröffentlicht und diesmal haben sie uns einen Fendt 380 GTA Turbo und einen Fendt Xylon 524 spendiert und ich habe hier die Geräte auch schon mal hier für uns in den Fuhrpark mit aufgenommen, damit wir sie auch gleich mal antesten können. Hier auf Neu-Mini-Brunnen bietet sich das Ganze für uns an, denn ich habe ein Feld A zum Beispiel hier für den 380er, den habe ich bereits ausgestattet mit Spritze und Zusatztank und den werden wir jetzt gleich dann auffüllen und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ersetzen wir unseren Steyr oben auf dem Alpenhof, deswegen hier der Xylon mit dem Frontladeranbau schon bereit, dann hochzugehen auf unseren kleinen Alpenberghof und da habe ich dann auch ein bisschen die breiteren Reifen mit den Radgewichten genommen. Also wunderbar, hier zwei wunderschöne neue Geräte. Natürlich die FarmCon hier von Fendt oder auf dem Fendt-Gelände, das ja zurzeit stattfindet. Und dann logischerweise natürlich auch Fendt-Geräte, diese beiden wunderschönen Schlepper. Und das Ganze mit den Zusatzbau-Anbauteilen, hier zum Beispiel der Spritze und dem Frontlader-Anbau. So, kurz zu den technischen Daten. Der 380er hat 95 PS, ist also auch eher so für Spezialaufgaben gedacht, wie zum Beispiel Spritzen oder Düngen. Und dann haben wir den Xylon, der hat 147 PS und mit dem, ja, will ich mal sagen, können wir wirklich sehr gut, denke ich, ein anderes Gerät, nämlich den Steyr oben am Hof, ersetzen. Und das Ganze ist aber zu erschwinglichen Preisen. Da haben wir einmal 57.500 für den Xylon und 42.500 für den 380er Fendt und damit kann man auf jeden Fall auch zum Beispiel bei einem Stadthof mit anfangen und hat dann zwei doch interessante neue Geräte. Wir legen los, denn wir wollen ja auf jeden Fall ein Feld spritzen, denn ich habe witzigerweise tatsächlich ein Feld, ich zeige es euch, hier gekauft. Das hatten wir ja auch gekauft hier, dieses Getreidefeld hier unten, dieses Weizenfeld. Und witzigerweise habe ich tatsächlich vergessen, das zu düngen. Also hier ist der Stickstoff gleich null. Also da müssen wir drüber, um unseren Ertrag noch ein bisschen zu steigern. Bietet sich also Wunderbärchenklärchen an. Sudele. Dann füllen wir mal auf. Das ist der Haupttank. Jetzt schauen wir mal. Ah, und der Zusatztank wird zum Glück auch sofort nachgefüllt. Hervorragend. Da passen dann so roundabout, glaube ich, 1650, genau. Ups. Ja, wo sind wir denn? Hier sind wir. Dann stellen wir das Ganze mal wieder zur Seite oder bringen es auch später zum Hof. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall steht es dann hier erstmal nicht im Weg herum. So, Dele. Dann springen wir mal hier rein in die Mühle. Motor an. Der Fendt 380 GTA Turbo. Und dann setzen wir uns mal in Bewegung und schauen, dass wir hier auch vernünftig rauskommen. Sehr schön. Und dann machen wir mal ein kleines bisschen lauter vielleicht. Dass wir hier auch den Sound richtig mitbekommen. So, links ist frei, rechts ist frei. Dann geben wir Gas. Jo, der Kollege ist kräftig hier am Schalten. Und hier vorne fahren wir links, aber erstmal Stopp. Hervorragend. So, langsam lüftet sich ein bisschen der Schleier um den LS25. Jeden Tag kommt wieder was Neues. Die Kanäle sind sozusagen voll mit Informationen zur neuen Amerika-Map. Witzigerweise hat man noch nichts zur Asia-Map gesehen. Und natürlich, was die Engine angeht und das GPS jetzt fest verbaut ist und sogar der KI-Helfer. Der KI-Helfer, wer hätte es gedenkt, soll wohl angeblich etwas besser werden. Und das würde uns zum Beispiel
Beispiel freuen, wenn es eben nicht mehr helferfreundliche Felder gäbe, sondern wir das Thema helferfreundlich streichen könnten und der Helfer eigentlich auf jedem Feld arbeiten könnte. Das wäre natürlich herzallerliebst. So, dann legen wir mal los, blenden unten noch die Karte ein, damit wir auch sehen, wo schon gedüngt ist. Ah, stoppe mal. Dann schauen wir mal. Also 80% Ertragssteigerung. Und nachdem wir gedüngt haben, sind wir zumindest mal bei 111. Wir sehen es ja, der pH-Wert ist schlecht. Aber ich habe das Feld so fertig erstmal gekauft. Wir werden es ernten und dann anschließend natürlich bearbeiten, damit die Bodenwerte wieder mal nach oben schnellen und wir natürlich unseren Boni so weit als möglich ausschöpfen. Wie immer gibt es erstmal ein Vorgewende. Und wie gesagt, wenn der neue KI-Helfer besser fährt, vielleicht brauchen wir da noch selber kein Vorgewende mehr fahren. Also es gibt die ersten Videos, wo man auf jeden Fall die GPS-Bahnen sieht. Und ob jetzt dann wirklich der Helfer dort gefahren ist oder ob das dann letztendlich der Spieler gemacht hat, kann ich im Moment noch nicht beurteilen. So, bleiben wir hängen? Nein, doch, wir bleiben. Okay. Ich glaube, 21 Meter Arbeitsbreite haben wir. Müssen wir ein kleines bisschen rauszoomen. Hervorragend. Und wie gesagt, natürlich gerade in Consulieros wäre wirklich sehr, sehr geholfen, wenn wir einen Helfer bekämen, der die Feldarbeit auch auf nicht so helferfreundlichen LS22-Feldern erledigen könnte. Und was natürlich auch toll wäre, wenn wir endlich eine Erweiterung hätten, damit wir auch beim Häcksel mit Abfahrern arbeiten können, damit wir eben im Singleplayer auch wirklich ordentlich, vernünftig und zügig häckseln können, ohne dass wir uns mit irgendwelchen, naja, ich sage mal, Mods behelfen müssen, die es vielleicht so in der Realität gar nicht gibt. Auch das wäre natürlich herzallerliebst, Giants, ne? Aber, wie gesagt, wir warten mal ab. Es scheint sich da was zu tun, nachdem man ja letztendlich auch festgelegt hat, dass es zukünftig den LS25 dann nur noch auf den New Generation Konsolen, also sprich Xbox und der PS5, also nicht mehr auf der PS4 oder der Vorgängermodellen der Xbox gibt. Und das lässt natürlich hoffen. Zumal ja auch, wie wir gesehen haben, mittlerweile im Vorbesteller ja die Systemanforderungen doch relativ niedrig gehalten sind. Man sieht es ja an den zum Beispiel den Grafikkarten, die für den LS25 empfohlen werden. Und die sind ja immer noch von der Generation ein bisschen weiter hinten und somit auch erschwinglich. Und das heißt, dass wir uns natürlich hier auf der Konsole auch Hoffnung machen können, dass wir mit den maximalen Grafikleistungen hier zurechtkommen und natürlich auch in der Performance, was das Thema KI angeht. Naja, lassen wir uns überraschen, es ist noch ein bisschen hin. Es wird mit Sicherheit noch ein bisschen gebastelt und wir werden uns überraschen lassen dürfen und müssen, was uns die nächsten Tage die Kollegen, die hier mehr Einblick bekommen in die Entwicklung vom LS25, uns zeigen werden. So, wir fahren mal hier ein bisschen geschwind hier ums Eck. Wir werden das soweit erstmal noch selber machen. So. Passt das soweit? Ich hoffe doch. Denn so groß ist das Feld ja nicht. Und dem Helfer dürfen wir ja nicht vertrauen. Ja, und in der Zwischenzeit wurde mir auch geschrieben zum Thema Kallebach, dass es tatsächlich da, glaube ich, ein Mistproblem gibt, soll heißen, dass wir tatsächlich mit den Tieren, mit den Tierproduktionen, mit den Ställen, also jemand hat es anscheinend auch schon mit den Schweinchen ausprobiert, kein Mist produziert wird. Ich bin da also wirklich nicht der Einzige. Da scheint wohl irgendwas noch nicht ganz zu passen. Jetzt muss man es wirklich mal ausprobieren auf der Kallebach, ob wir tatsächlich irgendwo noch eine Mistplatte setzen müssen, die aber ja nirgends erwähnt ist in der Beschreibung, beziehungsweise auch eben ja kein Platz eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. Also wir werden da noch ein bisschen testen müssen, denn für den Schrebergarten Mist einkaufen zu müssen, wenn wir doch eigentlich jede Menge Tierproduktionen auf der Map haben, halte ich jetzt irgendwie für ein bisschen ungeschickt, denn auf der einen Seite werfen wir Stroh rein und kriegen aber keine Miste raus. Naja, also vielen Dank hier für euren Kommentar.
Und ich freue mich, in Anführungszeichen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber wenn ihr dieselben Erfahrungen gemacht habt wie ich, dann werden wir auf jeden Fall auch gemeinsam eine Lösung dafür finden. So, jetzt müssen wir hier oben noch einmal rum. Können wir eigentlich hier, ich muss mal die Hilfe nochmal einschalten. Hilfe an. Können wir, ja, Augenblick. So, ein kleines bisschen hier schmäler machen. Ja, wir haben ja jetzt doch 40% hier rausgejagt. Und Spot-Spray-Technologie haben wir ja hier, glaube ich, nicht. So, jetzt haben wir da unten noch ein Stückel. Ja, da können wir eigentlich so runterfahren. Müssen wir wieder auf breit machen. Na, ja, hervorragend. Dann klappen wir mal zusammen, während sich unsere Rehe auch wieder mal auf unserem Feld zugange sind. So, Dille, dann packen wir hier den kleinen Fendt ein. Fahren mal damit zurück zum Hof, denn es gibt keine weiteren Felder. Aber wir können natürlich zum Beispiel dann später auch die Grasfelder mit bearbeiten. Somit wird das hier unser Standard-Spritze. Wir haben ja da noch unsere kleine Spritze. Die werden wir dann nur noch, ja, ich denke, weil wir haben hier keine Spot-Spray-Technologie an diesem Gerät, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen bin ich da ein kleines bisschen am Zweifeln, ob das Sinn macht, damit Herbizid zu verstreuen. So. Nee, 40 km/h hat der Fendt. Also wie gesagt, das wird jetzt unser kleiner Düngespezialist. Genau. Jetzt haben wir Spezialfahrzeuge hier auf dem Hof. Und wir schauen jetzt mal, was wir mit dem Fendt machen, mit dem Steyr machen. Denn ich fahre jetzt mit dem anderen, mit dem Xylon hoch an den Berghof. Dann testen wir mal. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt auch wirklich die Frontladergeräte dort alle dran passen. Wenn ja, dann wird der Steyr verkauft. So, wo springt denn eigentlich der Steyr rum? Da ist ein Fendt. Ist der oben? Ich bin gerade mal am Überlegen. Oder haben wir den nicht das letzte Mal mit runtergebracht? Wo ist denn? Ah, wusste ich doch, dass hier der Steyr ist. Natürlich, klar, eben mit der Spritze, mit der Querneland, die wir ja eben zum Unkrautbekämpfen eingesetzt haben. Das könnten wir natürlich dann auch zukünftig mit ihm hier. Nee, das können wir, macht keinen Sinn. Der hat, glaube ich, Pflegebereifung. Müssen wir mal schauen. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Teil. Machen die Rundumkennleuchte an. Oh, wir sehen aber schon, dass er ziemlich... Oh. Also er hat schon einen ziemlich weiten Wendekreis. Also da müssen wir mal schauen, ob das wirklich Sinn macht, hier mit dem Frontlader zu arbeiten. So. Weil alternativ habe ich mir gedacht, den hier als Zugmaschine zu nehmen für unsere Ballenpresse. Weil da gibt es ja noch eine schöne Wickelkombination von Fendt. Und die hat, glaube ich, 140 PS. Und der Kollege hat ja gerade mal so ein bisschen mehr mit 149, 147. Und da könnte man natürlich auch hier eine kleine, wunderschöne Fendt-Kombi basteln, mit der wir dann bei der Graswirtschaft arbeiten. Aber eigentlich war ja die Idee, dass wir uns einen Big M holen. Einen Spezial-Big M, der dann mit einer nachgezogenen Presse automatisch Quaderballen bastelt. Und dann könnten wir natürlich mit dem Wickel, mit der Wickel- und Sammelkombination die Ballen aufsammeln. Und da bin ich aber natürlich noch mal überlegen, ob uns da überhaupt die 140 PS reichen. Also ich glaube hier am Berg weniger. Da müssen wir mal das Ganze testen, checken und prüfen. Ansonsten alternativ wäre das ja ganz witzig, weil wir fahren ja hier links gerade an unseren Pappelfeldern vorbei.
ob wir den vielleicht dann eben für die Pappelproduktion einsetzen mit dem Ballenpresse, weil es gibt ja eine spezielle Ballenpresse auch für die Pappeln. Das wäre natürlich auch eine Option, die wir dann hier machen können. Und jetzt sehe ich gerade, fahren wir mal hier kurz an den Rand. Ei, verbibsch, gucke mal drauf. Giants Pre-Order Now. The Farming Simulator 25. Ja, das ist doch schön. Dann machen wir doch gleich mal ein Foto. Oh, jetzt werde ich hier angehupt. Oh ja, stimmt. Dann mal wieder gleich weiter. Entschuldigung. Oh ja, und der Nächste, der biegt zum Glück ab. Dann wollen wir mal weiter. Und jetzt habe ich die Befürchtung, fällt mir gerade ein, dass oben... Ja, jetzt schauen wir mal, dass der Ballenspieß, glaube ich, noch an dem Frontlader hängt vom Steier. Weil wir lassen ja das Zeug immer als Ganzes liegen. Okay, also hier kommt das schon mal ordentlich nach oben. Das ist schon mal gut. Also da kann man nicht mosern, also Power scheint er zu haben. Ja, wie ich es mir dachte, aber jetzt schauen wir einfach mal, ob die Schaufel dran passt. Dann dürfte auch der Spieß dran passen. Ja, hervorragend. Ah, also ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das ein Mod ist. Aber man sieht hier schon, dass er Probleme hat, ne? Oje, oje, das sieht mir aber nicht ganz so geschmeidig aus. Aber was mir gerade aufgefallen ist, was richtig cool zu sein scheint, ist, dass der Motor wieder hochläuft, aber irgendwie arbeitet... Jetzt hört man, wie der Motor hochgelaufen ist kurz. Jetzt läuft er hoch und baut vermutlich Druck auf. Hydraulikdruck. Cool. Aber irgendwie bewegt er sich auch. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der Mod liegt. Da müssen wir nochmal ein bisschen nachjustieren, nochmal schauen, wie wir das am besten machen. Ich lass mal hier die... Oh je. Oh, 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 oh. So, lass mich mal kurz reinschauen. Was haben wir denn hier eigentlich für Gerätschaften? Ist das ein Mod oder ist das Original Frontladerwerkzeug, Teleskopladerwerkzeug? Kann das sein, dass das vielleicht... Nee, 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 oder? Die Schaufel LS, das ist auf jeden Fall Bressel und Laden. Ja, das ist die Schaufel, oder? Ja, Bressel und Lade, also das ist auf jeden Fall ein Mod. Frontlader. Okay. Okay. Ja, okay. Dann müssen wir mal schauen, ob hier die Originalteile besser sind. Was haben wir denn dafür? Ja, das ist die Albut. Ja, das würde auf jeden Fall besser passen, so wie ich das sehe. Okay. Aber ich will das gleich mal antesten. Das heißt, wir schnappen uns den Steier. Fahren mal kurz hoch. Weil... Der Fendt, der ja oben für den Mixer unterwegs ist, der ist ja jetzt auch hier unten. Wir haben ja praktisch alle Gerätschaften hier runtergebracht schon. Für die Feldarbeiten im Mai. Dann testen wir das Ganze jetzt nochmal schnell an. Weil das interessiert mich jetzt, ob auch der andere Frontladerwerkzeug, ob das auch so rumhampelt. So, dafür nehmen wir dann den kurzen, aber beschwerlichen, steilen Weg über den Feldweg. So, Dele. Ja,
Ja, die Wiese hier, die müssen wir dann auch mal irgendwann kaufen. Da haben wir schon einige Aufträge gemacht hier auf dieser Wiese rechts. Ja, er kämpft sich hier hoch, ist aber auch wirklich nicht die leichteste Piste hier. So, unsere Alpenwiese wächst auch schön vor sich hin, aber da ist noch ein bisschen hin. Bevor wir hier in die Grasernte, in den Schnitt gehen. Jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er oben. Dann bin ich mal gespannt, ob hier der Ballenspieß genauso rumhampelt und ob wir hier einfach die Mods nicht verwenden dürfen. So, wo schmeißen wir denn das Gewicht hin? Ja, jetzt haben wir den Fan vielleicht gar nicht so geschickt geparkt, ne? Ja, es geht, es geht. So. Weil ich müsste gerade mal antesten, ob die Schaufel am Steier auch so rumhampelt. Na? Also ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass das wesentlich präziser arbeitet. Und das kann man auch wesensgenau ablegen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das sieht deutlich besser aus, finde ich. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier an dem Frontlader-Mod von dem Fendt liegt oder ob es dann doch an der Schaufel liegt. Weil vorher ist mir das so nie aufgefallen. Ja, also es sieht so aus, als würde hier auch die Schaufel einwandfrei arbeiten. Ja, man kann sie auch sauber aufnehmen. Also habe ich eher das Gefühl, dass das wohl am Frontlader-Mod liegt, der zum Fendt gehört. Okay, also auch hier wieder eine Erkenntnis mehr, dass wir mit dem Frontlader hier arbeiten können, aber wir müssen wohl uns eine andere Schaufel besorgen, weil mit der Schaufel gibt es hier Probleme. Oder wir müssen den Steier doch behalten. Dann arbeiten wir hier oben einfach mit den zwei Geräten und nehmen den Kollegen entweder hier für die Ballen und den Kollegen dann, um da hinten mit dem Silo King zu arbeiten. Ich weiß es noch nicht. Wir werden uns auf jeden Fall arrangieren. Das soll es jedenfalls für die Folge gewesen sein. Wir stehen hier vor dem wunderschönen Xylon von Fendt, den 524er, der als neuer Mod mit dem FarmCon 24 Fendt-Paket es jetzt hier auch in den LS22 geschafft hat. Ein wunderschöner Mod auf jeden Fall. Haben die anderen Kollegen ja auch schon festgestellt. Hier der Paddy zum Beispiel, der Model Eicher und verschiedene andere, die das Ganze hier schon angetestet haben. Und wirklich ein schöner und feiner Zug von Giants, dass das hier jetzt zur FarmCon gekommen ist. Ansonsten bleibt mir eigentlich auch nur die Hoffnung, so ähnlich wie der Paddy es auch gesagt hat, dass das Ganze natürlich auch automatisch in den LS25 kommt. Okay, Freunde, das war's hier wieder mal mit einer Folge von unserer wunderschönen Alpenmap, der neue Mini-Brunnen. Ich sage recht schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.